Kannst du mit dem Begriff Phogma etwas anfangen? Mit was? Phogma. Nein. Phogma. 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 I really don't know. Phogma, I guess it's a kind of stone. Phogma. Phogma. Das klingt wie... Wie auf Englisch Fog, wie Nebel. Produkt glaube ich nicht. Irgendein komisches Programm, keine Ahnung, weiß nicht. Was für eine Art von Programm? Irgendwas sozialpolitisches vielleicht? Phogma ist die Arbeitsweise, die wir für unseren Film Love Stakes entwickelt haben. Und im Endeffekt ging es uns um die Grundidee, dass wir uns durch eine Beschränkung befreien. Dass wir sagen, wir stellen uns Regeln auf, die uns die Möglichkeit geben, ein Spielfeld aufzumachen, in dem wir dann freier sind eigentlich als vorher. Das Ganze ist natürlich ein bisschen angelehnt an Dogma 95, an die Filmbewegung aus Skandinavien. Aber mehr im Witz, also das war eigentlich so eine, hat uns einfach jemand zugerufen und meinte so, ja, weil wir halt eben ganz viel über Regeln und so weiter und wie man sowas machen kann gesprochen haben, hat uns jemand zugerufen, ja, nennt euch doch einfach Phogma. Dann gehe ich jetzt mit viel Öl einmal rüber. Mhm. Bist du ungeschickt, Timo? Ich verstehe nicht genau, warum bei jeder Massage solche Situationen entstehen. Da hat mich niemand vorbereitet in der Ausbildung. Also bei Love Stakes war uns einfach eben wichtig, dass wir gesagt haben, wir verwenden kein klassisches Drehbuch, sondern wir improvisieren unsere Dialoge. Das heißt, wir hatten eine Geschichte mit einem Anfang, mit einer Mitte und einem Ende geplant. Die hatten wir auch aufgeschrieben und wir hatten auch einzelne Szenen daraus aufgeschrieben, wo wir wussten, dass wir die drehen und auch ganz genau, wann wir die drehen und so weiter. Aber wir hatten uns extra Zeiten eingeplant, wo wir gesagt haben, da wissen wir nicht, was wir da drehen werden, sondern lassen uns da überraschen von dem, was gerade aktuell in dem Hotel passiert, in dem wir gedreht haben, was unser Drehort war und was uns einfach so in den Sinn kommt, was für die Geschichte und für diese Liebesbeziehung von den beiden sinnvoll sein könnte. Wir sind halt in ein Hotel gegangen bei laufendem Betrieb und haben uns da eingegliedert in die ganzen Abläufe. Unsere beiden Schauspieler haben da vorher Praktikum gemacht und kannten sich aus in der Küche und im Spa-Bereich. Und dadurch konnten wir halt da uns mitreißen lassen. Wenn da auch was passiert ist, waren wir einfach mit unserer Kamera da und haben das in unsere fiktionale Geschichte mit eingebaut und das so ineinander verflochten. Und vor allen Dingen haben wir alle Rollen, außer den beiden Hauptrollen, mit Leuten besetzt, die keine professionelle Schauspielerfahrung haben, dafür sich aber im Hotel gut auskennen. Ja, wir haben einfach auch aus unserer eigenen Erfahrung gemerkt, dass man produktiv ist, wenn man sich nicht kaputt macht. Und kaputt macht man sich beim Drehen ja oft einfach durch viel zu lange Drehtage, wo man halt einfach sagt, wo man an Drehtagen spart, dann aber die Drehtage lang sind, 14 Stunden, 18 Stunden pro Tag, wenig Schlaf und ein Riesenpensum immer. Und das ist natürlich halt alles meistens ja auch immer aus Geldgründen. Und wir haben gesagt, nee, wir reduzieren lieber überall und können dafür ein bisschen länger drehen und machen im Vergleich sehr kurze Drehtage. Wir haben jetzt zweimal schon einen Workshop gegeben zu unseren Regeln und uns sehr viel ausgetauscht mit Leuten, auch über deren Regeln. Weil eigentlich hat jeder Filmemacher irgendwie sein eigenes Regelwerk, aber nicht alle schreiben das halt so auf. Und von daher hoffe ich da sehr drauf, dass das noch mehr lostritt und noch mehr ins Bewusstsein holt einfach. Und dadurch vielleicht auch eine Bewusstheit schafft dafür, dass es nicht nur eine Art gibt, Filme zu machen, sondern ganz, ganz viele.